Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19 NF Marsch Vierfach. So, jetzt schicken wir den hier erstmal los, den guten Kollegen. Mal schauen, ob der da zurechtkommt mit dem Feld. Soll er einfach hier grubbern und dann können wir das weitere vorgehen. Hätte ich einfach hier hinfahren können. Na egal. Boah, doch, das sieht eigentlich okay aus. Ja, er lässt da halt schon eine ordentliche Ecke stehen. Aber bei den Feldgrößen, sorry, ist es eigentlich egal. So. 36. Schwadern. Hat da drin den Kurs. Wir fahren einfach nur mal hin zum Startpunkt. So, alles klar, da steht er. Der Xerion seht immer noch an. Hat jetzt das Vorgewende fast fertig. Also eine Bahn Vorgewende fast fertig. Der ist an der zweiten dran. Und wir wollten hier eigentlich ganz gemütlich sauber machen. So. Ja, dann, dass er wieder schön im neuen Glanz erstrahlt. Das Mähwerk, der Traktor und das Schmetterlingsmähwerk hinten dran. Dann gibt es noch eine schöne Wartung von den drei Teilen. Und dann haben wir das wieder geschafft. So. Ja, der hat ganz schön vor Dreck gestanden, der Gute. Ja. Mähen ist eine dreckige Angelegenheit, ne? Sieht man auch hier am Mähwerk. Puh. Naja, bis wir das sauber haben, dauert es halt ein Weilchen. So. Ja, der Bluttank. Natürlich blau, ne? So. Das passt soweit. So, jetzt geht's mit dem zur Wartung. Ja, Mehrwerk haben 3,7%. Das bräuchte man eigentlich jetzt nicht machen, aber ich finde es einfach ein bisschen besser. Weil wir brauchen diese Mehrwerke erst wieder im Sommer und es ist im Real Life immer ärgerlich, wenn du was benutzt hast. Es ist kaputt, du hast es nicht gemerkt und ja, stellst es, sagen wir mal, wieder zurück in den Schuppen. Naja, dann brauchst du es 3 Monate später nochmal. Und dann merkst du, das ist kaputt. Das ist einfach ärgerlich. Deswegen gucke ich mir eigentlich auch immer an, wenn ich hier irgendwas gemacht habe, dass ich warte, dass die Sachen einfach wieder tiptop dastehen. Gewaschen, in der Regel gewartet. Gut, jetzt bei den Anhängern kann es mal ein bisschen länger dauern. Da warte ich meistens so bis zu 20% oder so. Ja. Warum, kann ich euch leider nicht sagen. Es ist einfach so. Ja. So. So, jetzt stellen wir noch das Frontmähwerk dazu. Und dann haben wir schon den zweiten Traktor wieder frei. Das ist natürlich klasse jetzt, wenn wir wieder beide Traktoren wieder zwei Traktoren mehr zur Verfügung haben. Fällt uns bestimmt noch irgendeine Arbeit ein, wo wir machen könnten. Ja, jetzt erstmal natürlich alles ansehen. So, dann packen wir den hier ein. Schön. So. Passt das soweit? Jetzt schnappen wir uns den MB-Truck, machen den auch noch schnell sauber. Mit dem Kalkstreuer. So. So. Ja, lass mal ganz kurz laufen, das stört jetzt nicht. So.
Kalkstreuer muss ja sauber gemacht werden. Morgen brauchen wir den nochmal, das weiß ich jetzt schon. Also am nächsten Tag. Den mache ich jetzt einfach nur sauber, den Kalkstreuer, weil wir brauchen ihn eh nochmal. Ja, 710er Reifen drauf, das ist Wahnsinn. Was der MB-Traktor für Schlappen drauf hat. Gucken, können wir den vielleicht doch noch füllen, den Kalksteuer? Haben wir nicht doch noch eine Kleinigkeit hier oben im Lager? Ich glaube, so 800 Liter oder so waren es. Ja, 850 Liter. Machen wir natürlich noch leer, dass wir das Lager wieder leer haben. So, den Traktor brauchen wir noch nicht warten. Aber den Kalkstreuer, den tun wir mal warten. Ja, so sieht es natürlich wieder besser aus. So. Passt das? Packen wir den. Wo stellen wir denn den jetzt ab? Also hinter der Halle hier. So passt das schon. So. Was gibt es noch für Arbeiten? Wir könnten mal schnell hier gucken, ob wir eventuell was zur. Na, wo haben wir sie jetzt? Ob wir jetzt die Milch fahren? Das sind 7000 Liter, die haben wir also schon gefahren. Okay. Stroh, ganz schön wenig. Gras, 136.000 Liter. Wie sieht es im anderen Rinderstall aus? In der Rinderzucht. Da kann man gerade schon. Okay, da haben wir Gras mehr drin und Stroh haben wir auch mehr drin. Ja, aber die Rinder sind natürlich dann das ist das große Problem. Was kostet denn eigentlich der Schlachthof? Dass wir uns den jetzt vielleicht kaufen. Den Schlachter. Den können wir uns leider nicht leisten. Nach Manno. Brauchen wir noch ein klein bisschen Geld. Klein bisschen nur. Düngeherstellung, wie sieht es da aus? Okay, das sieht okay aus. Käserei läuft auf Hochtouren. So, wie sieht es mit der Zellstofffabrik aus? Müssen wir da vielleicht noch irgendwie was fahren? Oh, Papier und Karton könnten wir eigentlich wegfahren. Okay. Bisschen beschäftigt. Jawohl, den hier brauchen wir. Den stellen wir hier erstmal um auf Paletten und fahren damit dann mal zur Zellstofffabrik. Und dann tun wir mal ein bisschen Papier ins Zentrallager fahren. Oder wir tun es verkaufen, dass wir uns den Schlachter kaufen könnten. Weil ich glaube, dann tun wir mal die ersten Rinder wegfahren. Ja, genau, wir tun jetzt mal eine Ladung Papier oder Toilettenpapier. Ha, welches Papier fahren wir jetzt denn weg? Ach komm, wir fahren Toilettenpapier weg, weil Toilettenpapier bringt am meisten. Und vielleicht brauchen wir ja beim Schlachter. Ja, moin. Wir fahren eine Ladung Papier jetzt weg. So, das heißt, noch 18 Papier auslagern. Öffne Übersichtsmenü. Papiererstellung Maximum 12, 18. So. Machen gerade mal die Abdeckung drauf, dass es keiner sieht. So. Und dann laden wir jetzt noch schnell. Wo haben wir es jetzt? Da haben wir die Zellstofffabrik. Karton.
Karton, ja, Karton können wir dann noch wegfahren. Das aus. Und das aus. So. Jetzt haben wir das auch wieder voll. Toilettenpapier. Wo geht Toilettenpapier? Papier hin, normales Papier. Papier, Papier, Papier. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Mal Papier an den Baumarkt. Oh, alles klar. So, fahren wir das gute Zeug zum Baumarkt hoch. Hoppala. So. So. Schön zum Baumarkt und dann läuft das Ganze, ne? Wieso drückt mir das eigentlich runter? Keine Ahnung. I don't know. So. Ich hätte theoretisch auch vorne lang fahren können. Ich muss jetzt eh links rüber. Hätte ich auch jetzt beim Händler links und hoch können. So. Oh, Miss Lidl. Nähe vom Lidl. Oh. Gibt es in dem Baumarkt. Und dann kaufen wir uns noch den Schlachter, würde ich sagen, ne? So, hoffentlich passt der dahin. Das habe ich nämlich noch nicht getestet, ob der hinpasst bei der 11. So, rum um die Kurve. So. Da haben wir auch Edeka. Wir wollen nicht zur Edeka, wir wollen in den Baumarkt. Jetzt habe ich mir natürlich wieder die perfekte Stelle ausgesucht zum da reinfahren, ne? Mann! Kommen wir mal ein bisschen über die 6, das ist jetzt egal. So. So. Noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Erbladen. So. Aber gut, meine Freunde. Das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.